Und schaut euch, sagt Allah jetzt, die komplette Dienstbereitschaft der Himmel und der Erde an. O du Mensch, Himmel und Erde wurden für dich dienstbar gemacht. Allahu allazi sakhara lakumul bahra litajriya al-fulku fihi min bi'amrihi wa litabtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. Allah ist es, der euch in den Naturgesetzen das Meer dienstbar gemacht hat. In diesen Gesetzen hat Allah Ta'ala das Meer für euch dienstbar gemacht, damit die Schiffe darauf auf seinen Befehl fahren und damit ihr nach etwas von seiner Huld trachtet und auf das ihr dankbar sein möget. Ja? Guck mal, dieses Wort Musakhar, dienstbar gemacht, sagt Allah Ta'ala fast zu allen Geschöpfen, die für den Menschen dienstbar gemacht hat. O du Mensch, schau, Himmel und Erde sind für den Menschen dienstbar gemacht worden. Der Wind, wodurch wir mit Flugzeugen fliegen, ist für den Menschen dienstbar gemacht worden. Das Wasser ist mit den Naturgesetzen für die Schiffe dienstbar gemacht worden, dass die mit dem, sonst würden die Schiffe untergehen. Ja? Dass die Menschen dieses Dings auch benutzen für sich, für den Menschen benutzen. Alles ist für den Dienst, für den Menschen dienstbar. Guckt euch doch mal um. Tiere sind für euch dienstbar gemacht worden, nicht umgekehrt. Ihr reitet auf dem Pferd, nicht das Pferd reitet auf euch. Alles, wenn ihr euch umschaut, ist für den Menschen dienstbar gemacht worden. Versteht ihr was nicht, oh du Mensch? Alles haben wir für dich dienstbar gemacht, aber dich haben wir für uns dienstbar gemacht. Für Allah dienstbar gemacht. Denn wenn man khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, Allah hat die Dämonen und die Menschen erschaffen, damit sie Allah dienen. Aber die Schöpfung dient den Menschen, damit Mensch Allah dient. Wer hat denn hier einen größeren Wert? Die Schöpfung oder der Mensch? Guck mal, das ist eine Weste. Das ist ein Pullover. Ne? Wem dient dieser Pullover und diese Weste? Mir. Eine Frage, wer hat einen größeren Wert? Mein Pullover oder ich? Ich. Wer ist mehr wert? Dein Schuh oder dein Fuß? Dein Fuß. Denn der Schuh dient dem Fuß. O du Mensch, jetzt schau dich mal um. Alles wurde dir dienstbar gemacht und du wurdest Allah dienstbar gemacht. Die anderen Sachen können keinen größeren Wert haben als du. Denn sein Allah Schach ist es. Du bist derjenige, den Allah Ta'ala als Ansprechperson genommen hat. Das ist hier sehr, sehr wichtig. Erkenne das. Und vor allem, es hängt von uns ab, wie wir mit diesen Sachen auch umgehen, wie wir mit diesen Versen auch umgehen. Allah Ta'ala gibt uns durch den Koran eine richtige Gebrauchsanweisung, damit umzugehen. Weil wir können den Koran lesen, wir können ihn praktizieren, wir kommen ins Paradies. Du kannst auch mit diesem gleichen Koran kommen und kannst Sihir machen, kannst irgendwas machen und kommst mit diesen Versen ins Feuer. Kann auch passieren. Und so ist es auch mit der Schöpfung. Durch die Gaben der Schöpfung erlangt der Mensch den Schöpfer. Wenn der Mensch durch die Gaben der Schöpfung nicht den Schöpfer erlangt, dann wird er dadurch seinen Untergang erlangen. Ja? Der Unterschied liegt dabei nur an der Herangehensweise. Wenn wir mit der Materie so umgehen, wie Allah Ta'ala uns das gesagt hat, dann werden wir über die Materie zu Allah gelangen. Buddha, einfach mal so mal erwähnen, der hat mal gesagt, ich weiß nicht, ob er es gesagt hat, aber ich habe es gelesen, dass er das gesagt hat, sucht Gott nicht im Himmel und auf Erden, sucht Gott in einem Tropfen Wasser. Unabhängig, wer es gesagt hat, finde ich, dass es ist richtig gesagt worden. Denn durch einen Atom können wir sogar Allah entdecken. Durch die kleinste Materie kommen wir zur größten Materie. Aber die Muslime haben das Atom entdeckt und die Ungläubigen haben die Atombombe entdeckt. Die Muslime haben das Wassermolekül entdeckt, die Ungläubigen haben die Wasserstoffbombe entdeckt. Das heißt, die Herangehensweise ist anders gewesen. وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. Und er hat euch alles, alles, was in den Himmel und auf der Erde ist, dienstbar gemacht. Guck mal, wie ein Musakhar. Alles von sich aus hat Allah für euch dienstbar gemacht. Darin sind wahrlich Zeichen für Leute, die nachdenken. Es wurde dem Menschen dienstbar gemacht, weil der Mensch einen freien Willen bekommen hat und das als
Präsentation. Schau dich daher um und erkenne deinen Wert bei Allah subhanahu wa ta'ala. قُلِ الَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُ لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ اَيَّامَ اللَّهِ لِيَجْزِيَ قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Sprich und sag zu denjenigen, die glauben, sie sollen denjenigen vergeben, die nicht Allahs Tage erhoffen. Er hofft, auf dass er einem jeden Volk das vergelte, was sie erworben haben. Hier bei diesem Wort Ayyam Allah, bei den Worten, bei den Tagen Allahs, ich finde bei diesem Wort Ayyam Allah eine kurze Verbindung zu diesem 140. Vers der Sure Ali Imran. Ayyam Allah, was sind Ayyam Allah? Ayyam Allah sind unter anderem, wie Allah Ta'ala in dem 140. Vers der Sure Ali Imran sagt, das ist hier sehr, sehr wichtig, also ich lese auf Deutsch, wenn euch eine Wunde zugefügt worden ist, so ist dem ungläubigen Volk schon eine gleiche Wunde zugefügt worden. Und diese Tage der Niederlage und des Sieges lassen wir unter den Menschen wechseln. Warum? Damit Allah diejenigen, die glauben, deutlich macht, erkennt und damit er sich von euch Shuhada macht, Blutzeugen nimmt. Und Allah liebt nicht die Ungerechten. Das ist Ayyam Allah. Guck mal. Ayyam Allah, das ist dieser Vers, wurde nach dem Krieg von wann herabgesandt? Von Uhud herabgesandt. Die Siege und der Niederlage. Zafer ve malubiyet. Ghalibiyet ve malubiyet. Sieg und Niederlage. Diese Tage lässt Allah Ta'ala unter den Menschen rotieren, damit Allah Ta'ala sich Zeugen nimmt. Blutzeugen nimmt. Shuhada nimmt. Zeugen allgemein nimmt. Weil Allah möchte nicht, dass du auch in guten Zeiten, dass du in guten Zeiten neben dem Islam stehst. Allah möchte auch, dass du in schlechten Zeiten, in der Zeiten der Niederlage neben dem Islam stehst. Also das ist hier sehr, sehr wichtig. Schaut mal, heute auf der Welt leben quasi über 7 Milliarden Menschen. Nirgendwo herrscht die Scharia. Heute hat Allah Ta'ala uns die Gabe gegeben, Alhamdulillah, dass wir in einer Welt, wo keine Scharia herrscht, ein bisschen regional herrscht, ein bisschen vereinzelt irgendwo Scharia, dass wir hier mitten in Europa über die Scharia reden, über das Kalifat reden. Also schaut mal, hätten wir vor 500 Jahren gelebt, im Abbasidischen Reich, sage ich mal, Beispiel. Und wir hätten zum Beispiel heute in Bagdad gesessen, im 11. Jahrhundert, und wir hätten gesagt, guck mal, heute gibt es Scharia, heute gibt es Kalifat. Was wäre wohl, wenn es kein Kalifat gäbe? Was wäre es wohl, wenn es keine Scharia gäbe? Was hätten wir dann wohl gemacht? Hätten wir wie die Kuffar gelebt? Hätten wir vielleicht den Islam als Feind genommen? Was hätten wir gemacht? Und wir hätten gesagt, Allah weiß es am besten. Aber jetzt wissen wir, was wir machen. In der Zeit, wo auf dieser Welt die Scharia und das Kalifat zum Feind erklärt worden, also international zum Feind erklärt worden ist, ja, können wir mitten in Europa sagen, die Scharia und das Kalifat ist das Beste aller Rechtssysteme und wir verteidigen ein Rechtssystem, was nicht ausgelebt wird. Was seit über 100 Jahren nicht ausgelebt wird. Und das ist hier sehr, sehr wichtig. Allah Ta'ala hat uns die Fazilet, die Huld, die Nimet, die Gabe gegeben, in so einer Zeit so ein Rechtssystem oder so eine Weltanschauung den Menschen zu präsentieren. Und ich denke, das ist eins der größten Gaben, die wir aktuell haben. Denn, man amila salihan fa li nafsih. Wer Rechenschaft handelt, der tut es zu seinem eigenen Vorteil. Wa man asa'a fa alayha. Und wer Böses, wer Schlimmes tut, der tut es auch zu seinem eigenen Nachteil. Summa ila rabbikum turja'um. Hierauf werdet ihr, egal was ihr macht, ob ihr gut handelt oder schlecht handelt, ihr werdet zu eurem Herrn zurückkommen.